Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn heute ist endlich bei mir die Goodiebox aus April eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Box aufzumachen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank, liebes Goodiebox-Team. Ich feiere das hart. Ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und diese Box ist eine wundervoll nordische Box. Das heißt, wir haben hier sehr spezielle Marken drin, die wir so in dem generellen Boxenmarkt oder Beauty-Markt nicht unbedingt in Deutschland vorfinden. Also immer wieder neue Produkte, die ich halt auch entdecken kann, was ich cool finde. Die kostet, ich glaube, ab 19,95 pro Box. Die erscheint monatlich und kommt im schönen Schubladendesign. Daraus kann man sich auch ein ganz tolles Regalsystem basteln. Habe ich auch gemacht, habe mit einem Beschriftungsgerät einfach draufgeschrieben, was drin ist. Mega geil. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box, beziehungsweise... Ich hatte heute Lust auf so einen etwas ausgefallenen Augenlook. Den habe ich mit der Natasha Denona Love Mini Bla Palette aus diesem Jahr geschminkt und habe mir dann so eine Lippenkombi aufgegeben, die doch sehr ins Weinrote geht. Eigentlich sollte sie mehr ins Lilane gehen, aber ich weiß nicht, da habe ich ja einmal von Essence den Draw the Line in der Farbe 05 So Ungrateful als Lip Liner genommen und dann von Love den Lip Affair Cindy's Dark Berry drüber gegeben und da ist dann dieses hier entstanden und es passt irgendwie voll zu dem Seidenpapier, feiere ich hart, und auch zu diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Upside down, also quasi alles steht Kopf. Leute, steht wirklich gerade alles Kopf, ne? Aber gut. Also es passt vom Motto. Und das ist das Produkt, was man als neuer Abonnent gratis mit dabei bekommt. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Das ist von eCooking, ein Repair-Shampoo, ein plänendes Shampoo, ein pflegendes Shampoo. Rebuilding and Nourishing, also erneuernd und nährend. eCooking ist eine super teure Marke, ne? Normales und trockenes Haar, also das ist wirklich auch genau für meine Haarstruktur gemacht. Das ist eine Riesenflasche mit 250 Milliliter. Finde ich cool, kommt aus Dänemark und ja, ne? Sehr, sehr klasse. Wie gesagt, das kann man halt bekommen. Genau, einen Code habe ich jetzt so nämlich leider nicht, aber es gibt halt so ein Gratis-Produkt mit dabei. Hier habe ich dann das Seidenpapier. Ich will ja auch gleich unbedingt herausfinden, was die mit Upside Down, mit dem Motto meinen. Und wir haben hier nicht so ein großes Füllmaterial gedünsen. Ja, nur das Seidenpapier. Und wenn da mal so schwerere Produkte drin sind, Glasprodukte, Lidschattenpaletten hatten wir auch schon drin, dann sind die nochmal extra eingepackt, ne? Genau. Ach, guck mal, da sehe ich auch schon das ein oder andere, was ich kenne, aber, oh, das scheint mir eine teure Box hier zu werden. Das ist ja krass. Okay, ich nehme jetzt mal erstmal ein Produkt erstmal so rauskommen. Ein bisschen was können wir uns schon mal angucken und dann schauen wir uns gleich mal das Motto an. Oder wollen wir erst das Motto? Nein, wir machen erst das Motto. Hier unten ist so eine Timeline. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert und ihr wirklich nur wissen wollt, was in der Box drin ist, dann könnt ihr einfach weiter skippen, ne? Das sind ja Kapitel. Aber ich möchte so ein bisschen mit den Vibe von der Box noch ein bisschen mehr mit reingeben. The Upside Down Box. Wir bei Goodiebox denken auch mal gern outside the box. Ja, wirklich. Wir mögen es, Dinge ein wenig anders zu machen. Das merkt man tatsächlich und das finde ich echt geil. In Wirklichkeit sind wir aber auch richtige Gewohnheitstiere und mögen die Dinge so, wie sie sind. Einmal nicken, wenn es dir genauso geht. Ja, ich bin ein richtiges Gewohnheitstier. Ich bin 16 Jahre mit meinem Freund zusammen. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Mein Freundeskreis ist auch ungefähr genauso alt, in Anführungsstrichen. Also ich habe den auch schon so lange. Ich mag es, ich habe ein Haus, ne? Ich bin bodenständig, ich möchte einfach ankommen und ja, ein sehr beständiger Mensch. Ne? Stetig bin ich, absolut. In Wirklichkeit, bla bla bla, genau, hatten wir schon. Ja. Was passiert also, wenn wir unsere Gewohnheiten komplett umkrempeln und alle normalen Verhaltensweisen unterbrechen? Ich glaube, ich würde durchdrehen. Wenn wir nach links statt nach rechts gehen oder uns auf den Kopf stellen, wer weiß schon, was alles passieren könnte. Das ist per se eigentlich eine gute Denke, muss ich sagen, aber ich bin da zu ängstlich für. Ich versuche es immer mal wieder, man sieht es, ich habe jetzt heute auch mal krasse Lippen drauf. Ich versuche auch mal ein bisschen was anderes zu machen, um zu dekorieren oder, keine Ahnung, auch mal was zu wagen, mit YouTube anzufangen und so, ne? Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr, sehr beständig. Es gibt das Sprichwort, if you change the way you look at things, the things you look at change. Okay, also wenn du quasi
die Art und Weise änderst, auf Dinge zu gucken, dann ändern sich die Dinge, auf die du guckst. Ja gut, aber es gibt auch das Sprichwort Never change a running system. Das ist immer etwas schwierig. Entschuldigung, Sammy. Ja, der... Oh Gott, jetzt hat er seinen Kopf auf meine Füße gelegt. Schön. Er liegt nämlich unter meinem Tisch, deswegen seid ihr ein bisschen näher rangezoomt. Ich bin nämlich nicht an meinem Tisch. Okay. Gemeint ist, wenn du deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich auch die Dinge, die du siehst. Ja. Und genau darum dreht es sich auch bei der Box dieses Monats. Wir stellen alles auf den Kopf, drehen einmal alles auf links, ermutigen dich dabei, dein Leben aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Stell dich dieser Herausforderung, brich aus deiner Komfortzone aus und fühl dich einfach nur verdammt fantastisch dabei. Habe ich, also so generell das auf mein Leben zu übertragen, habe ich, also könnte ich nicht. Ne? Da bin ich, nee, da wäre ich, nee, viel zu sicherheitsbedürftig, muss ich gestehen. Dein Goodiebox-Team: Anne-Luise, Kati, Hanna, Maximilian, Rena, Theresa, Sina, Kevin, Saskia, Dominik, Emilia, Anders, Hava, Frederik, Simon, Marita und Anni. Und die vermehren sich immer wieder. Hier sind die Produkte aufgeführt. Wir haben scheinbar 6 Produkte dieses Mal mit drin. Normalerweise sind es 5. Und ich bin echt gespannt. Okay, wir fangen an mit True Gum. Da habe ich hier so einen Flyer von drin. Und da habe ich Kaugummis in meiner Autotasche, ist ziemlich cool. Und ein HelloFresh 50 € Gutschein. Wir sind HelloFresh Kunde und mögen das sehr, sehr gerne. Also das kann ich auch wirklich empfehlen. Ja, finde ich geil. Also das ist sehr empfehlenswert. Man wird echt inspiriert, auch mal neue Dinge auszuprobieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hier ist aber ein Goodie, weil das ist nicht preislich aufgeführt. Die mag ich gerne. Das ist jetzt mit Zitronengeschmack. Ich weiß gar nicht, welchen Geschmack ich bei mir im Auto gerade drin habe. Ich glaube Minze. Die sind nicht so super intensiv. Aber was ich halt gerne mache, meine Autofahrten, die ich so mache, sind meistens eine halbe Stunde zur Arbeit hin, eine halbe Stunde zur Arbeit zurück oder dann mal zu meinen Eltern, wenn ich da mal irgendwann dahin fahre, was auch immer ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten ist. Und dafür finde ich das eigentlich total perfekt. Also das hält dann auch so lange. Viel länger halten die nicht unbedingt und die sind halt wirklich plastikfrei. Normalerweise sind Kaugummis mit Plastik. Oh, das hat gekitzelt. Sammy ist gerade mit seiner Schnauze einmal so müde an meinem Bein entlang gegangen. Oh. Okay, es ist Zucker pur. Hier sind 21 Gramm drin und die Kaugummis sind sogar biologisch abbaubar. Finde ich cool. Das kommt auf jeden Fall auch in meine Auto-Innenseite, in meine Tür. So, dann greife ich hier das drin. Das hatte ich eben schon in der Hand. Das ist ein Glow Highlighter von MCO Beauty. Das ist dieser hier. Das ist eine Marke, die ich so nicht kenne, muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe den Goodiebox Adventskalender ja noch nicht komplett ausgepackt. Sowohl, ja, den Goodiebox Adventskalender als auch noch den Isana Adventskalender, als auch noch den L'Oreal Men Adventskalender. Ich habe hier noch sehr, sehr viele stehen, die ich wahrscheinlich echt im Hochsommer auspacken werde. Santa Claudia lässt grüßen. Ich freue mich schon auf die Adventskalenderzeit und habe einfach Bock, das im Hochsommer zu machen. Kommt noch. Aber ich meine, dass ich da auch die Marke drin gesehen hätte, als ich mal so eine Übersicht gesehen habe, was da alles so drin ist. Und da das ein dekoratives Kosmetikprodukt ist, wird das auf jeden Fall auch in meinen Fullface-dekorative Kosmetikprodukte mit reinkommen, was ich am Ende diesen Monats dann wieder drehen werde. Genau. Ach, guck mal, jetzt macht man dadurch, dass man diese Umverpackung abmacht, die Anwendungshinweise ab. Aber Leute, das ist ein Highlighter. Ich glaube, damit komme ich halbwegs klar. Das ist so einer zum Rausdrehen. Der ist so Roségold. Ne, der ist mehr ins Kühle und das finde ich schön, denn ich habe eher einen kühlen Unterton von meiner Haut her, was ich auch mittlerweile herausgefunden habe. Ich swatch den hier mal sehr, sehr intensiv, denn meistens gebe ich mir solche Highlighter auch wirklich sehr, sehr intensiv auf, weil ich mir darüber dann nachher noch Puder gebe und so ein Kram. Und gucken wir mal. Ja, der ist für mich ein bisschen dunkel, weil er doch sehr peachy rosa, ja, rosa ist, ne? Das, aber es geht tatsächlich. Doch, das geht. Das finde ich schön. Also wenn das jetzt so als Farbe über meinem Puder wäre, wäre mir das zu dunkel. Wenn das jetzt aber so die Farbe ist, wo ich nachher noch Puder drüber gebe, weil es ein Creme-Highlighter ist, finde ich die Farbe gut. Und wie gesagt, der kommt in mein Fullface. Oh, der riecht angenehm. Nach Pfirsich tatsächlich. Aber das ist kein Peach-Ton. Und das ist ein altrosa Schimmerton. Doch, finde ich cool. So, dann haben wir hier auch etwas von eCooking, passend zu dem Shampoo, was man ja als Goodie mit dabei kriegen kann. Und zwar ist das ein Vitamin C Serum, duftstofffrei, Hyaluronsäure, Fresh and Bright Skin Tone. Also du sollst dadurch erfrischt sein und einen aufgehellten Hautton bekommen. Ich denke, dass man, ja, Vitamin C, klar, ne, damit kannst du halt so kleine Pigment
Verfärbung und so behandeln, also quasi ein bisschen minimieren. Sollte man aber definitiv abends tragen und am nächsten Tag auf jeden Fall Lichtschutzfaktor. Aber Lichtschutzfaktor trage ich eigentlich immer, ne? Might prickle and cause redness, not for sensitive skin. Okay, ich habe sensible Haut, dann ist es wahrscheinlich eher weniger für mich geeignet. Also es könnte etwas prickeln und Rötung verursachen. Dann wird es weiter wandern, denn dann habe ich wirklich Angst davor. Das möchte ich dann nicht verwenden. Schade, denn es ist eine sehr hochpreisige Marke. 10 Milliliter sind hier enthalten. Ich habe nämlich letztens erst das Moisture Serum von denen aufgebraucht, was ich glaube ich auch mal in der Goodiebox drin hatte. Und das war echt toll. Ja, aber schade. Nicht für Sensibelchen geeignet. So, hier habe ich etwas drin. Da sagt die Marke mir auch nichts. Ach guck, Monsieur hat keine Lust mehr unter meinem Tisch zu legen. Ha, Beinfreiheit! Woo! Wobei, dann müsste ich eigentlich meine Beine ausstrecken, nicht meine Arme. Egal. 3-in-1 Glycolic Acid Molecular Boost Eye Serum. Schön, 15 Milliliter von einem Augenserum. Ich weiß nicht, Augenseren, gibt man sich das im Prinzip unter eine Augencreme? Weil ein Gesichtsserum gibst du dir auch unter die Gesichtscreme. Hätte ich jetzt vermutet, ne? Gut, hast halt einen Schritt mehr, aber warum nicht? Ach schön, es kostet 85 Euro, läuft bei Ihnen. Dieses Serum ist wie ein doppelter Espresso für müde Augen. Ein wahres Boost-Serum, welches speziell für die empfindliche Augenpartie entwickelt wurde. Der Mix an enthaltenen Nährstoffen reduziert geschwollene Augen, Trockenheit, dunkle Augenringe und kleine Fältchen. Du kannst es morgens und abends verwenden und auf der gereinigten Haut vor deiner Feuchtigkeitspflege auftragen. Siehste? Also entweder gibst du dir dann wirklich nochmal on top eine Augencreme oder halt die Feuchtigkeitscreme drüber. Das finde ich schon geil, ne? Also wenn ich dadurch jetzt, weil ich bin... Ich werde jetzt, Gott, wie alt werde ich? 32 nächsten Monat, also in ziemlich genau einem Monat. Und ich habe natürlich hier auch meine Fältchen, weil ich habe da Lachfalten, was ich schön finde, ne? Das macht mich halt aus. Und es wäre natürlich schön, wenn man die so ein bisschen abschwächen könnte, ne? Freut man sich theoretisch immer irgendwie drüber. Aber ich brauche jetzt nicht komplett glatt gebügelt werden, nö. Also, ne? Wenn es das jetzt nicht komplett wegmacht, werde ich jetzt nicht 1000 Tode deswegen sterben. Aber es wäre schon nice, wenn es ein bisschen das reduziert. Haben ist besser als brauchen, Leute. So ist das, mein alle. So, dann habe ich hier etwas drin von Ivy Aya. Eine Handcreme, die wir aktuell gut gebrauchen können. Alter Schwede, habe ich einen Verbrauch an Handcreme aktuell. Und das ist eine mit Kakaobutter und Vitamin E. Ja, weil man sich halt ständig jetzt auch die Hände desinfiziert und so weiter. Ne? Deswegen brauche ich sowas wirklich. Ansonsten, ich meine, ich habe das sowieso viel, dass hier meine Nagelhaut sehr, sehr trocken ist und dann auch einreißt und sowas. Und halt auch in meinen Zwischenräumen zwischen meinen Fingern, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Fingerzwischenräume. Und da brauche ich auch manchmal richtig intensive Feuchtigkeitspflege, Bepanthen oder sowas, ne? Weil das sich auch einfach mal gerne entzündet. Ist halt nicht so nice. Und ja, das ist weltfreundlich, also earth-friendly, aus recyceltem Plastik. Das finde ich cool. 0% Parfümstoffe, Allergy Certified, also Allergen zertifiziert. Keine Ahnung, aus Dänemark ist das, wie die Box halt auch. Und 100% vegan, das ist doch nice, ne? Jo, finde ich echt nice. Da kann ich mich nie beschweren. Ist eine Handcreme, da werde ich meine Freude mit haben. Und ja. Dann habe ich hier was von Fix & Rouge drin. Ne? Das habe ich eben schon in der Verpackung gesehen und das fand ich schon mal nice. Das ist die Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream in der Farbe Blush Pink. Okay, müssen wir mal gucken gleich. Eigentlich bin ich ja zum einen nicht so der Fan von Matt, weil ich mag es gerne glowy. Wenn ich ein mattes Puder habe, gebe ich mir auch nochmal das Love Aura Glow Powder drüber, um eben diesen Effekt zu haben und diese Bewegung ins Gesicht zu bekommen. Ne? Mag ich einfach lieber, als wenn ich vollkommen abmattiert bin. Ja. Und das soll ja auch noch Poren minimieren. Eigentlich habe ich immer gedacht, ich hätte gar nicht so viele Poren oder so oder nicht so Probleme damit. Seitdem ich aber von Beauty Mates den Porenminimierer verwende, merke ich, dass meine Haut hier wirklich viel schöner wird. Also definitiv macht der was. Also scheinbar hatte ich vorher schon ein bisschen mehr Poren. Also ich dachte, ich meine, Poren hat jeder genauso viele, aber sichtbarere. Und das hier ist eine Tube mit, wie viel Milliliter sind da drin? Ein Füll-Uns. Also eine Unze. Keine Ahnung. 40 Euro kostet das. Ach du meine Güte. Entschuldigung. Ich habe mich gerade in dem Heftchen verloren. Das kommt auch mit in meinen Full-Face-Beauty-Boxen, ne? Ja, das packe ich da mit rein. Kommt aus Irland, steht hier drauf. 30 Milliliter sind hier enthalten. Also hier haben wir ja mal echt voll die krasse Wertgeschichte gleich. Boah, Hammer, Hammer. Holla die Waldfee, ich sag euch das.
Ja, 30 Milliliter ist für einen Primer auch eine relativ normale Größe. Und das ist 40 Euro. Ich meine, eben die Augencreme ja auch schon irgendwie 82, 85 Euro. Ich weiß auch nicht, was los ist, ne? Weil die hauen auch echt immer raus, haben immer einen ordentlichen Wert in den Boxen. Du hast hier fast immer nur Full-Size-Größen mit dabei. Also mit dabei. Haut mich um. Und hier habe ich für mehr Elastizität im Gesicht eine ein Pomegranate Mask Sheet, also eine koreanische Maske von Tony Moly. Das ist so eine schöne Tuchmaske und die soll für mehr Elastizität bei der Haut sorgen. Also wir haben jetzt schon relativ viele Anti-Aging-Produkte dieses Mal mit dabei, muss ich sagen, ne? Finde ich jetzt aber nicht so verkehrt, weil ich sowas auch gerne verwende. Nee, finde ich nice. Finde ich richtig nice. Und Leute, das war jetzt der Inhalt der Box. Ich bin baff. Und jetzt, wenn man sich überlegt, dass man sich die Box neu abonniert, 19,95 für die Box bezahlt, dann noch dieses E-Cooking-Shampoo mit dabei kriegt, da geht die Sonne auf, oder? Also da hat man richtig, richtig gewonnen. Also das finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Inwiefern mich jetzt die Produkte dazu bringen, auch mal outside the box zu denken. Ein Creme-Highlighter, okay, das ist für mich schon ein bisschen was Spezielleres. Ein Vitamin-C-Serum, definitiv, ja. Also es ist trendy, aber es ist jetzt nicht irgendwie außerhalb der normalen Gewohnheiten zu denken, muss ich gestehen. Ne? Vielleicht geht es da eher um die Veränderung, dass man quasi ja die Rötung, Pigmentflecken oder wie auch immer minimieren kann. Genauso auch der porenminimierende und mattierende Primer. Bei dem Highlighter-Stick hatte ich schon. Bei der Maske ist es halt ja mehr Elastizität, wir verändern die Haut. Handcreme, ja, auch das ist nice. Augen, ja, auch die werden dann minimiert. Die Augen werden nicht minimiert, die Falten. Aber ob ich jetzt durch die, also jetzt mal, ne? Zum Thema an sich passt es jetzt nicht unbedingt, aber es macht einen schon fresh und es macht Freude, die Produkte, denke ich mal, zu verwenden. Mir hat auf jeden Fall die Box gefallen, auch wenn es nicht unbedingt zum Motto passt, auch wenn das Motto an sich mir gefällt. Die Box hat mir gefallen, das Motto hat mir gefallen. Dann hat mir eigentlich alles gut gefallen, ne? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Was eine Überleitung. Ich würde mich nämlich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!